Hallo, heute würde ich gerne mal über die Integration durch die Substitution sprechen und ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig, aber nachdem ich dann so ein, zwei Rechenwege mal von oben bis unten durchgegangen bin und verstanden habe, habe ich auch gemerkt, das ist gar nicht so schwer, da muss man sich überhaupt nichts auswendig lernen oder sowas, nicht wirklich zumindest. Wir fangen einfach mal an, wir haben hier so eine Formel, wir sollen ausrechnen das bestimmte Integral von 1 bis 2 von 4 mal x hoch 3 mal 1 durch x hoch 4 plus 1. Um das Ganze ein bisschen, ich sag mal, übersichtlicher zu machen, schreiben wir das Ganze mal so. Das heißt, wir haben keinen Bruch mehr, sondern wir haben hier nur noch eine negative Hochzahl. Punkt. So, wir stellen dann fest, okay, hiervon irgendwie die Stammfunktion rausfinden ist halt schweinehart. Keine Ahnung, wie das geht. Wir können uns aber behelfen. Wir schreiben einfach mal die Kettenregel auf. So fängt wahrscheinlich jeder an. Wir schreiben uns einfach mal die Kettenregel auch auf, wie jeder andere. Ach so, übrigens, lasst euch nicht stören, dass hier drüben kein dx steht. Ich mache das verkürzt, lasse das einfach weg. Trotzdem schreiben wir es für die Ableitung hin, wenn wir ableiten wollen. So, das ist die Kettenregel. Und wenn wir die jetzt untersuchen, dann stellen wir ja fest, dieser Teil hier auf der rechten Seite, dieses g, ist ja eine abgeleitete Form von diesem Ding hier. Und jetzt gucken wir uns unser Ding hier an und stellen fest, Moment mal, das, was hier steht, ist doch eigentlich auch die Ableitung von wem, was hier drinnen steht. Warum ist es die Ableitung? Kurz dazu, die 4 kommt runter, also bleibt die 3 oben stehen. Die 1 fliegt raus, weil da kein x dabei ist. So, scheinbar können wir das auf der rechten Seite, also diese Kettenregel, irgendwie für das hier benutzen. Aber das kommt nicht umsonst, nein. Wir müssen das hier auf der rechten Seite ein bisschen verändern. Wir können ja sagen, okay, statt der Kettenregel einfach so, schreiben wir überall mal ein Integral davor. Und zwar das bestimmte, was wir hier haben, von 1 bis 2. So, hier irgendwie reingequetscht, so. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, dann stellen wir ja fest, Moment, wenn hier jetzt Integral von 1 bis 2 steht, von hier irgendwas, und das hier ist irgendwie die Ableitung von dem, das sieht verdammt so aus wie das hier. Jetzt mal abgesehen davon, dass f' hier steht, das heißt irgendeine Ableitung von der Funktion, das ist ja das hier scheinbar irgendwie, kann das sein? Ja. Wir schreiben es einfach mal unten drunter. So, wir haben jetzt das hier, das war das bestimmte Integral. Dann machen wir hier mal, das ist ja irgendwie die Ableitung hier. So, das ist also unser g'. Dann hatten wir das natürlich hier auch mit, ja, gut, wir schreiben das einfach mal so komplett hin. So, wir stellen also fest, g' ist unsere Ableitung, dieses Ding hier ist also die Ableitung von dem hier. Und das hier ist, naja, auch irgendeine Funktion, die drumherum ist, also dieses hoch minus 1. So, ein bisschen gekritzelt hier, machen wir wieder weg, brauchen wir nämlich nicht. Verstört uns nur die Sicht. Ja, auch. So, aufgrund von Platzmangel schreibe ich jetzt links, rechts immer. Ach nee, brauchen wir ja gar nicht. So. Wir überlegen uns jetzt, okay, wenn das hier auf der rechten Seite steht, jetzt müssen wir uns überlegen, wir können das ja immer noch nicht ausrechnen. Wir haben ja jetzt mit dem, was wir gemacht haben, haben wir nichts gewonnen. Hier steht ja immer noch genau dasselbe wie hier. Also das ist ja dasselbe. Bringt uns also nichts. Was machen wir also? Wir wollen ja wissen, was hier auf der linken Seite steht. Und genau das machen wir. Wir wissen, okay, hier steht auf jeden Fall g. Dass da drum f ist, stört uns erstmal nicht. Da steht g, okay. Hier haben wir auch g. G war dieser Teil hier. Den schreiben wir mal auf die linke Seite. So, das ist unsere Funktion g. G ist definiert als x hoch 4 plus 1. So, und um g rum steht also die Stammfunktion von f'. Das bedeutet, da muss jetzt die Stammfunktion von diesem Dings hier stehen. Da stehe ich erstmal auf dem Schlauch, wenn ich sowas sehe. Na gut, wir haben keine Ahnung, was es ist. Wir schreiben einfach mal f hin. So, als nächstes sehen wir, okay, hier ist ein Integral, was wir von einer Ableitung machen sollen. Das sieht doch verdammt danach aus, als ob wir das einfach kürzen könnten. Wir müssen aber aufpassen beim Kürzen, weil wir haben ja ein bestimmtes Integral von 1 bis 2 und genau das müssen wir behalten. Ich schreibe das dann gerne mit diesen eckigen Klammern. Das macht jeder Mathelehrer und jeder, der es will, anders. Das wird irgendwo dann meistens definiert. Soll heißen, wir müssen immer noch dieses von 1 bis 2 machen. So, ich rück das mal ein bisschen zusammen hier. So, zusammenrücken hat nicht ganz gut geklappt, soll uns nicht stören. So, wir sind immer noch nicht irgendwie irgendwo angekommen, weil wir können ja immer noch nichts berechnen. Hier steht ja immer noch f von dem Schmodder hier. Was wir jetzt also machen können ist, naja, wir rechnen einfach mal aus, so weit wie wir kommen. Dazu nochmal einen Strich und die nächste Farbe. Das heißt, was hier eigentlich steht, ist genau das hier. Mit anderen Worten nochmal kurz zusammengefasst, wenn wir das hier ausrechnen, dann wissen wir auch, was das hier ist. An dem Punkt sind wir jetzt gerade. Gut, wir können hier einfach mal so weit ausrechnen, wie wir kommen. Hier 1 hoch 4 plus 1. Wer gut rechnen kann, der weiß, das ist 2. Und 2 hoch 4, die Informatiker zumindest wissen, dass das 16 ist, plus die 1 heißt, dass wir hier drin 17 haben. So, wir wissen immer noch nicht, was f ist, keine Ahnung. Aber wir wissen was anderes. Es ist interessant, was hier steht, ist ja nichts anderes. Ich mache hier nochmal so ein
Strichdings durch. Als wieder irgendwas, was ja integriert wird. Obwohl halt die Stammfunktion schon rausgefunden wurde. Das heißt, wir könnten das ja eigentlich so schreiben. Ich lasse das in der Mitte mal leer. So. Das heißt, wir integrieren irgendwas von 2 bis 17. Die Stammfunktion ist dieses besagte f. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, was steht hier drin. Wir könnten jetzt sagen, okay, hier der Einfachheit halber, wenn wir da jetzt x reinschreiben, ich denke, das versteht jeder, dass jetzt hier steht, okay, wir müssen jetzt von fx von 2 bis 17 integrieren. Wir müssen aber aufpassen, weil x steht ja auch schon hier oben. Das heißt, wir haben es schon benutzt und dieses x und dieses x da unten, die sind nicht gleich. Und deswegen können wir hier auch kein x reinschreiben. Und deswegen, ich schreibe jetzt mal, ich hasse es zwar, u rein. Das ist das, was draußen auch irgendwo benutzt wird. Dann wird gesagt, u gleich x hoch 4 plus 1. Ich finde das sehr schwierig. Soll uns eigentlich aber gar nicht stören. Hier könnte auch p stehen oder q oder was auch immer. Wichtig ist nur, hier ist irgendeine Funktion, da tun wir irgendwas rein und wir wollen das von 2 bis 17 haben. Und das ist aber jetzt schon unsere Stammfunktion. Was jetzt ganz interessant ist, wir können das Ganze ja auch umschreiben. Das hier, was wir hier haben, ist ja nur eine andere Schreibweise für das Folgende. Und jetzt der Sicherheit halber schreibe ich es mal dazu, was ich oben mit dem dx weggelassen habe. Hier müssen wir natürlich jetzt du schreiben. Wir machen damit klar, wir wollen ja eigentlich dieses das hier integrieren. Kann auch p sein, kann auch irgendwas sein. Wichtig ist nur, hier steht irgendwas drin. Und diese Funktion mit dem irgendwas drin wollen wir integrieren. So, und gleiche Bezeichnungen sind ja auch immer das gleiche. Wer jetzt aufgepasst hat, hier steht f'. Toll, was f'. Ja, das ist natürlich die Ableitung. Ist ja eigentlich auch egal, was f' ist, weil wir wissen, das sind die gleichen Bezeichner. Also ist das hier auch dasselbe. Das heißt, hier steht nichts anderes als, wir können das jetzt eigentlich mal wegmachen hier. Damit es gleich übersichtlicher wird, das auch. Hier stand also u und f'. Was war f'? F' war minus 1. Warum minus 1? Das ist genau diese minus 1. Warum diese minus 1? Weil die genau dieses f' ist. Das heißt, hier unten steht nichts anderes als, wir wollen integrieren von 2 bis 17 von der Funktion u hoch minus 1. So, das schieben wir aber auch nochmal zusammen. Jetzt haben wir nämlich wieder mehr Platz. Das heißt, das hier ist genau dasselbe wie, jetzt benutzen wir diese Schreibweise von drüben wieder hier mit den Klammern, irgendwas von 2 bis 17. Was ist irgendwas? Jetzt müssen wir rausfinden, was ist die Stammfunktion von u hoch minus 1. Mit anderen Worten, wenn ich was ableite, kriege ich 1 durch u. Oder vielleicht, wenn man sich das aus der Formelsammlung anguckt, überlegen wir uns, okay, wenn ich was ableite, kriege ich 1 durch x raus. Dann wissen wir, okay, das muss ja der natürliche Logarithmus sein. In unserem Fall von u. Und das ist wiederum das gleiche wie der natürliche Logarithmus von 17 minus der natürliche Logarithmus von 2. Ein bisschen geschmiert, aber das ist die Lösung. Und das Minus sieht ein bisschen aus wie ein Gleich hier. So, machen wir mal. So. Ja, und das hier, nur nochmal um zu sagen, wo wir sind. Das, was hier rauskommt, kann man jetzt ausrechnen, ist genau dasselbe wie das, was hier oben rauskommen würde. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir den Logarithmus von 17 auch nicht unbedingt so geil im Kopf rechnen können, aber wir sind auf jeden Fall schon mal weiter als rechnen mal die Stammfunktion von 4 hoch x mal 3, 4 hoch x hoch blablabla aus. So, und das ist auch schon, ich sag mal, die ganze Zauberei der Integration durch Substitution. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben uns überlegt, so, das hier sieht ja aus wie die Ableitung von dem. Zufällig ist das, sehen wir das. Dann kramen wir in unserem Gedächtnis, das kommt uns ja bekannt vor, ist ja fast wie eine Kettenregel. Wir schreiben einfach mal die Kettenregel auf und stellen fest, wenn wir da ein Integral davor schreiben hier, dann sieht es ja genauso aus wie das hier. Genau, das haben wir gemacht. Und dann haben wir festgestellt, okay, wir können ja tatsächlich das auf der linken Seite ausrechnen und vielleicht ist das ja einfacher zu rechnen, also rechnen wir doch einfach mal die linke Seite aus. Der eine Teil dieses g ist ziemlich einfach zu bestimmen, weil das ist ja schon hier sowohl als Ableitung als auch als Originalfunktion quasi vorhanden. Das heißt, das konnten wir einfach hier unten einsetzen, so. Was uns noch gefehlt hat, war die Stammfunktion von f. Dazu haben wir einfach, standen wir erstmal auf dem Schlauch, haben wir uns überlegt, okay, wir rechnen einfach mal so weit wir kommen. Also haben wir diesen Teil hier ausgerechnet, mit den Klammern natürlich auch, also wir haben diesen Teil im Grunde ausgerechnet. Das ist ja dasselbe wie das hier und dann haben wir festgestellt, Moment, das was wir hier stehen haben, das können wir auch anders schreiben, nämlich so. Das ist ja im Grunde auch nochmal so ein, wie so ein bestimmtes Integralteil von einer bereits ausgerechneten Stammfunktion. Und das
Diesen Teil hier unten haben wir einfach übersetzt in das, was es normalerweise vorher mal war, sag ich mal, oder ist halt gleich. Das heißt, wir überlegen uns, man muss also ins Integral rechnen von der Ableitung von f, und wir haben dann geguckt, okay, Ableitung von f, die hatten wir ja hier oben schon, das war ja der Teil, also irgendwas hoch minus 1, und genau das schreiben wir hier unten hin. Und dann überlegen wir uns, okay, wenn ich was ableite, kriege ich irgendwas hoch minus 1, beziehungsweise 1 durch irgendwas. Dann stellen wir fest, okay, der natürliche Logarithmus von irgendwas abgeleitet ergibt 1 durch irgendwas. In unserem Fall ist dieses irgendwas halt immer u benannt. Ich habe es nur deswegen u benannt, weil es alle anderen u nennen, und vielleicht ist es dann einfacher, den Schluss zu den anderen Erklärungen zu finden. Es ist aber völlig egal, wie man es nennt. Man kann auch einfach statt u so ein Gekriegsel hinmalen, und es ist voll egal. Solange man es versteht, ist kein Problem. So, und dann sind wir hier irgendwo angekommen. Also hier, so, wir haben dann rausgefunden, okay, das ist der natürliche Logarithmus. Und wir sind wieder bei von 2 bis 17, und das könnte man jetzt theoretisch zahlentechnisch ausrechnen. Und dann ist man tatsächlich am Ende. Ja, das ist, was wir getan haben. Dann nochmal eine Anmerkung: diesen Teil mit dem, was ich hier gemacht habe, mit dem Ausrechnen und hierüber überführen, also dieser Kram hier von hier, wird meistens nach hier direkt in sowas übersetzt. Und wenn man ganz gut ist, kann man das sogar direkt darüber übersetzen. Also man kann diese Abkürzungen machen, und ich finde auch in den Erklärungen, was ich bisher gesehen habe, ist es oft drinne. Aber ich finde es am Anfang zu schnell. Und auch ich mache immer noch diesen ganzen Weg, damit ich mir diesen ganzen Zwischenschnoddel nicht merken muss. Für mich ist es einfach wie so eine Art Labyrinth, wo man guckt, ach, das ist ja eigentlich dasselbe wie das, und das ist ja eigentlich dasselbe wie das, und das ist ja dasselbe wie das, und das ist ja dasselbe wie das, und das und das. Das heißt, man muss sich nur überlegen, okay, was ist denn überall gleich? Und man braucht sich nicht irgendwelche Sachen wirklich zu merken. Was man sich eigentlich nur merken muss, ist, okay, wenn ich hier eine Ableitung von irgendwas habe, dann kann ich darauf die Kettenregel anwenden in einer bestimmten Art und Weise. Beziehungsweise, wenn ich von Anfang an weiß, okay, bei der Kettenregel funktioniert das so, und dann finde ich das, dann wird das Gehirn das automatisch zusammensetzen und sagen, hey, Moment, da gehört aber was zusammen hier. So, ganz viel Gelaber, und jetzt aber noch ein letzter Punkt. Was ich ganz oft, super oft, fast bei jeder Erklärung draußen sehe, ist, dass so eine 4 hier fehlt. Also die Aufgabe, die ich genommen habe, ist ja eine typische Aufgabe, und da steht dann keine 4. Und dann wird dann gesagt, okay, man muss ja die 4 irgendwie ersetzen, und hier mit ein Viertel und mal 4 irgendwo dazu und lalala. Ja, stimmt, ist auch so. Ich finde, das ist ganz schön schwer für den Anfang, weil ich finde, Substitution, Integration durch Substitution ist schon ein Hammer genug. Da braucht man nicht auch noch diese ganze Kacke hier. Was man sich einfach nur merken muss, wenn hier keine 4 davor steht, dann ist ja das hier gar nicht die Ableitung von dem. Aber man kann ja sagen, es wäre die Ableitung. Da kann man dann hier eine 4 davor stellen. Man kann ja gucken, wie das in den anderen Erklärungen ist. Jedenfalls, man kann das ganz leicht machen. Das ist nur Grundlage für die Mathematik, dass man dann aufpassen muss, okay, wir müssen auch diese Gleichungen hier ausbalanciert lassen. Der wichtigste Teil ist dieser hier, den wir gemacht haben, dass wir sagen, okay, das ist wie Kettenregel, und Kettenregel ist gleich, 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 fertig. Punkt.